Okay, ich höre Suche was. Danach habe ich alles geopfert. Aber ich sehe nichts. Eine Welt in einer Geschichte vor Jahrhunderten gehört. Eine zeitlose Macht mit grenzenlosem Wissen, unstillbarem Hunger. Den habe ich auch. Der Entitus. Sein Reich ist unserem so nahe, doch nie in Reichweite. Ich kenne nur Fötus. Fand. Frank Stone. Den Schlüssel. Den Killer. Ich bin Augustine Lieber. Hallo, ich bin Alex. Ich werde unsere Welten für immer ändern. Das muss man nicht gleich übertreiben, ja? Das wollen viele? The Casting of Frank Stone from the World of Dead by Daylight. Viele wollen das, aber so einfach ist das gar nicht. Was ist das? Bin ich ein Hund? Oh, hallo Herrchen! Erstmal streicheln. Ah, schön. Wenn ihr das zu Hause vermisst, dann holt euch das einfach im Internet. Könnt ihr auch gestreichelt werden. Ist auch ein Pro-Tipp für die Leute, die immer auf Tinder rumhängen, weißt du? Oh Gott, der hat schon... Oh Gott. Ich glaube, der braucht das gar nicht mehr. Toby Baker, Diana Bermudez und die Idris Drembrandt. Und noch viele weitere Namen. Ich glaube, das liegt gerade am Spiel, nicht an meinem Rechner. Weil bei meinem Rechner sehe ich gerade keine Veränderung. 1. The Burning Moor. Cedar Steel Mill 1963. Die deutsche Übersetzung habt ihr unten gelesen. Bin das ich? Natürlich am Schlafen. Das ist der Dustin. Sam, Eingang zum Stahlwerk. 21.07 Uhr. Ich nehme an, du bist hier der Nachtwächter. Das stimmt. Du allein? Für das ganze Gelände? Ja. Nein. Ich habe Hilfe. Wo ist die jetzt? Im Dienst? Gewissermaßen. Merlin läuft rum, wo er will. Merlin? Ein Hund. Dobermann Pinscher. Ich glaube, ja, ein bisschen, Günther. Man sich wünschen kann. Ich glaube, ein bisschen. Treu bis zum bitteren Ende. Vertraue ich mehr als mir selbst. Und da bin ich. Ernst, ich muss dir ein paar Fragen stellen. Besorgt, du und der Hund seid der Wachdienst fürs Werk. Ich muss ihm kommen. Wir sind gleich mal ernst. Wir gehen da mit ganz viel Ernst rein. Wir stellen ihm gleich mal ein paar Fragen. Ja, der Günther, na? Günther, das ist, ich glaube, es ist aus der Welt von Dead by Daylight. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie genau die Lore ist. Wir schauen mal. Und ich glaube, es ist nur Chapter 1. Stets zu Diensten. Wie ist dein Name? Thomas Jefferson Holt. Nenn mich Tom.
Fabian ja zur Zeit als Polizist, das ist noch... Tom, ich will mit dir reden über... Was darüber? Das ist gut möglich. Jungs, richtig. Meinst du, er könnte hier sein? Das ist ein großes Gelände. Das größte in ganz jeder Herz. Aber das spielt keine Rolle. Nein. Ihr geht nämlich nichts Seltsames vor sich. Nicht ist so alles wie immer. Und ich aufpassen. Das ist ein ziemlich großes Gebiet. Neugierig, kann ich deine Daten sehen? Ja, ich weiß ja gerade noch gar nichts, ehrlich gesagt. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich mich entscheiden soll. Aber ich bin ganz ehrlich, wenn ich da dieses große Fabrikgelände habe, ja, und ich sitze da als ein Mann mit einem Hund, ich glaube, das geht nicht. Ja, da kann überall, also natürlich mit Kameras und so, aber es ist ja auch ein bisschen länger her. Ich glaube das nicht. Da stimmt was. Das ist ein ziemlich großes Gebiet, nur für dich und den Hund. Das ist ein großer Job, jawohl. Aber ist es nicht das Ausmaß der Arbeit, das einen Mann wachsam und einsatzbereit hält? Erinnert mich ein bisschen an Didi Haller von in den jungen Jahren. Also was heißt, also mit Didi Haller von hat weniger Haare, aber... Hast du getrunken? Komm, das müssen wir gleich fragen. Was getrunken, Tom? Ja. Einen Absacker. Einen Absacker nimmt man vorm Schlafen. Trinkst du regelmäßig? Nein, nicht regelmäßig. Ist meine Medizin. Nehme ich nur bei Bedarf ein. Wie häufig ist das? Jeden Tag. Um den Veteranen wegen seiner Medikation zu löchern? Nein. Ich bin hier, weil ein Kind vermisst wird. Und mit jeder Minute verstreicht die Chance, ihn zu finden. Ihr wirst ihn nicht finden. Ich würde spüren, wenn der Junge auch nur in der Nähe des Stahlwerks wäre. Beharrlich, ich würde mich gern umsehen. Was macht dich so sicher? Ich würde mich umsehen. Komm, wir sind ja neugierig. Und wer mich kennt, der weiß ja, ich muss mich quasi umsehen. Wie auch immer. Ich würde mich gern umsehen. Wenn du meine Arbeit machen willst... Was hat Elon Musk zu verantworten? Nee, bei dem würdest du erst recht... Da würdest du gar nicht erst rauskommen, als... Also in der Zeit. War mir eine Ehre. Schau mal, zu der Zeit wäre der schon am Werk gewesen. Dann hätt's aber jetzt heutzutage, ne? Oh, es gibt einen Lachs. Erstmal den Lachs buttern. Mal sehen jetzt. Also das ist gerade leck. Das liegt anscheinend noch am Spiel. Es ist wie gesagt nur die Demo. Noch nicht die Finalversion. Weil ich habe hier meinen Rechner offen und da sieht man gerade nichts. Keine Ausfälle oder Frame Drops. Alles bestens. Die Vollversion kommt heute in einer Woche raus. Und wir sind auch nächsten Dienstag direkt drin. Wir können nächste Woche dann genau die anderen Entscheidungen eigentlich machen, die wir heute gemacht haben. So! Ah, da sind wir. Jetzt sind wir selbst. Kann ich rennen? Okay, kann ich. Ja, es ist so ein typisches Supermassive Game, wenn ich das so sehe bisher. Was haben wir da? Kann ich das lesen oder so? Ich muss mir alles anschauen, ja? Ihr kennt's mich? Ich muss alles gesehen haben. Aber kann ich da was aufmachen? Kann ich springen? Nein. Kann ich nicht. Kann ich crouchen? Auch nicht. Zumindest in der Demo kann ich das nicht. Ein offenes Fenster. Da komme ich hinein. Wo hat er das denn gesehen? Ach, da oben. Ja, aber ich will noch nicht rein. Warte, denn wenn wir da hin sollen... Psst. Wenn wir da hingehen, da gehe ich erst recht erstmal nicht hin. Da schreit jemand. Kann ich das mitnehmen? Nee, ich kann nichts mitnehmen, ne? Ich muss wahrscheinlich darüber. Ja. Gibt's hier noch was? Ich gehe gerne in die Ecken, weil meistens liegt hier irgendwas, aber nein. Okay, dann müssen wir da rüber. Dann gehen wir rüber. Ah, oh, so schön am Joggen.
Sollte ich heute auch noch machen. So. Ich will noch nicht runter, ehrlich gesagt. Ich bleib erstmal hier oben, ja? Ja, okay. Immer sachte. Ja, ganz vorsichtig vorgehen. Kann ich das Zahnrad da mitnehmen? Das liegt da so rum? Nein. Das sieht so ein bisschen aus wie bei Resi, ne? Wie bei Resi 4, bei dem komischen Typen da mit dem Kariesbefall. Oh, wir könnten gleich auch noch Resi 8 mit der Leon Kennedy Mod spielen. Ich weiß noch nicht, was spielen wir? Ich guck mal gleich, was wir gleich spielen. Ein bisschen Resi 8 noch zocken. Mal gucken. Erstmal das hier. Bin gespannt. Ich glaube, das ist bestimmt Chapter 1, was wir hier spielen können. Rein da. Guten Tag. Hier ist das Gesundheitsamt. Ich wollte mal fragen, ob Sie hier ein Problem mit Ungeziefer haben. Oh, wir können was lesen. Freitag, der 13. Frühschicht 6 bis 14 Uhr. Bobby Rivers, Harris Corey, Woody Hammond, Jack Giordino, Saul Loomis. Spätschicht 14 bis 22 Uhr. Harold Norris, das ist übrigens der Bruder von Chuck Norris. Dennis McCann, Bobby Rivers, Frank Stone, Lou Ostermann. Nachtschicht NZ. Also gibt's noch nicht. Kann ich das umdrehen? Hab Dawkins und Stone aus der Nachtschicht gestrichen, um die Lücke zu füllen. Drei halbbesetzte Schichten bringen nix. Paar von uns müssen halt Doppelschichten übernehmen. Der Dustin zum Beispiel, der arbeitet halt sonst gar nicht, ja? Der könnte ruhig eine zweite Schicht heute noch machen. Hab dem Simpel vorne gesagt, dass erstmal keiner mehr nachts arbeitet. Hax. Okay. Aber fehlt da nicht die ganze Nachtschicht dann? Die haben doch auch Aufgabenbereiche, oder? Ich meine, seit Corona ist der Personalmangel überall aktiv, aber naja, gut. Wir müssen es ja nicht. Was haben wir da? Oh! Aha. Personalakte. Einstellungsdatum 4. Februar. Nachname, bevorzugter Name. T. F. A. Keine Ahnung. Geburtsdatum 17.04.27. 1927 wahrscheinlich, ne? Berufsbezeichnung Mechaniker. Adresse Singer Hu Cedar Hills. Vorstrafen, Körperverletzung, Raub, Meridian-ID 13.05.56, zeitliche Entlassung, Sponsor 3, Habilitation, 5 Träume, Sponsor, Hauptkontakt, Dr. A, bla bla bla. Okay. Ja, wer wissen Sie uns? Ich glaube, wenn man die Lore kennt von dem Ganzen, kann man vielleicht schon einiges wissen, oder? Du kannst nicht mehr zurückkehren. Okay, das finde ich gut, dass er das sagt. Das ist immer ja so in diesen Games. Und ich dachte, da kommt eine Cutscene. Na gut. Was haben wir da? Das ist voll krass. The harshest flame yields the hardest steel. Okay, und da steht noch nichts, das ist noch nicht da. Howard Kinzel Tester. Also die schärfste Flamme schmiedet den schärfsten Stahl. Kann man so ungefähr sagen, ne? Oder die härteste Flamme, aber ich glaube, das ist so ein bisschen so. Okay, hier haben wir nichts. Ich schaue mich ganz genau um, ja? Ich weiß, das stört einige in diesen Spielen. Ist da wer? Oh nein. Aber ich möchte gern nichts übersehen. Der hat mich nicht gekriegt. Ich habe mich nicht erschrocken.
Ich bin sowieso nicht mehr so Jumpscare-anfällig. Jumpscares kriegen mich nur noch ganz selten. Okay, ich glaube, aber hier ist noch nicht viel zu sehen. Wer ist da? Ich liebe aber die Atmosphäre, die diese Spiele haben, ne? Von Beginn an... Oh Gott, da frisst jemand. Nein, 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 nein. Das ist eine schlechte Idee. Jetzt habe ich doch Angst. Und diesmal ist der Günther gar nicht da. Ich bin alleine in dem Spiel. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, was alleine zu spielen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich kann dir jetzt nicht sagen, Günther, geh mal vor. Oh, oh. Riecht grauenvoll. Ich gehe erstmal hier zwischen. Das ist bestimmt eine gute Idee. Oh Gott, das ist bestimmt der Hund, oder? Der hat bestimmt sein Härchen gefressen. Ich weiß es genau. Oh nein. Könnt jemand von euch einfach vorausgehen? Der Hirschbanane vielleicht? Hey, Mister. Nenn mich Officer Green. Ja. Haben Sie zufällig Merlin gesehen? Nein, leider. Oh. Alles okay? Ja, ja, aber... Verdammt, riechst du das denn nicht? Die Kiki hat gefurzt. Ich hatte damals im Krieg ein wenig zu intensiven Kontakt mit einer Dose Senfgas. Manchmal ist es wirklich ein Segen. Ich muss rausfinden, wo das herkommt. Wie riecht es denn? Nichts Gutes. Genau deswegen. Hundi! Hab ich doch gesagt! Wir haben uns schon gewundert. Komm also zurück! Verflixt nochmal! Ich bin ganz ehrlich, ich würde den Hund schlachten. Fänd's gut, wenn ihr zwei euch richtig kennenlernen. Ich würde... Gottverdammt. Ich bin ja tierlieb und nett, aber ich würde diesen Hund, naja, also der könnte so ein bisschen mal andere Liebe und Zuneigung gebrauchen, würde ich sagen. Was haben wir hier? Ist das irgendwas, ist das was Menschliches? Das war doch bestimmt sein Herrchen, was er da gegessen hat, oder? Ja, okay, ich untersuche, aber ich, ja, mehr geht nicht. Hast du das für ihn hingelegt? Nein. Scheinbar hat jemand anders das Herz von deinem Hund erobert. Das war sein Herrchen. Genau. Das kann nicht sein. Merlin und ich sind ein Team. Er drängt sich zwischen einen Mann und seinen besten Freund. Ich dachte gerade, er sagt was anderes. Was ist das? Irgendein Würstchen? Das nennt man auch Schweineohr. Nur, dass dies hier sehr, ja. Schau dir das mal an. Der verdammte Hund. Das stört ihn gar nicht. Spätestens jetzt würde ich gehen. Glaubst du, das gehört dem Jungen, den du suchst? Er schüttet, das ist von jemand anderem abweisend, dafür gibt es keinen Beweis. Okay, ich glaube, dieser Prolog spielt mitten im Spiel. Ich glaube nicht, dass das, der Anfang des Spiels sein wird. Das ist wahrscheinlich irgendwo mittendrin. Das ist von jemand anderem.
Das ist nicht vom... Das war zu groß für einen jungen Ohr. Nee. Das ist von jemand Älterem. Einem ja. Teenager vielleicht. Himmel, Herrgott, Sakrament. Sind in Cedar Hills zuletzt noch andere Leute verschwunden? Bestimmt. Ich weiß nicht. Wer soll denn sowas wissen? Nun, jemand weiß es. Würde ich auch so sehen. So, was haben wir da? Oh Gott, wir müssen Figuren sammeln. Das ist ja genau mein Ding. Ah, mein Sammelkasten. Was war das? Bleib hinter mir. Ich glaube, wir sollten eher hinter ihm bleiben. Obwohl, lieber nicht. Der schießt uns doch gleich in den Rücken, oder nicht? Ich erkenne die Salami, wenn sie faul ist. Ha? Und der wird uns gleich... Ich traue ihn nicht. So, kann ich schießen? Ich kann nicht schießen. Scheiße. Also, was ist das? Das Gitter? Ja, wozu ist es da? Gehört zum Schmelzofen, glaube ich. Sicher bist du nicht? Ich arbeite beim, nicht im Stahlwerk. Finde etwas, um das Gitter aufzustemmen. Kann ich nicht ihn nehmen? Wenn du als der Charakter den erschießt, brennt Twitter... kann sein, ja. Da habe ich auch gerade tatsächlich schon dran gedacht. Obwohl es eigentlich, wenn es andersrum so sein sollte, viel schlimmer wäre, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Okay, ich muss hier raufklettern anscheinend. So. Ich bin aber auch sehr sportlich, das muss man ja sagen. Der Charakter ist genauso sportlich wie ich. Das finde ich sehr sympathisch. Oh, da haben wir doch schon. Schön. Die Gerti Kufus von der Kneipe in Grevenbroich. Ja, manche... Ich würde gern viel mehr mitnehmen. Aber wir haben immerhin einen Revolver dabei, ne? Und ich meine jetzt nicht den Revolver, den ich in der Hose habe. Zurück. Quicktime-Events sind auch wieder am Start, natürlich. Das heißt, wir werden am Ende wieder alle sterben wegen den Quicktime-Events. Na gut. Nimm das. Ruf über das Funkgerät im Wagen das Revier. Wo willst du hin? Glaubst du echt, der Junge ist da unten? Keine Ahnung. Hab nur so ein Gefühl. Also ich würde da jetzt sagen, wir gehen da nicht rein. Na? Hey. Du musst das hier auch für mich nehmen. Ich würde sagen, nein. Sorg dafür, dass es zum Sheriff kommt. Oh, ich weiß nicht. Jetzt könnte ich einen kleinen Muntermacher gebrauchen. Nein, jetzt wird kein Alkohol getrunken. Frustriert, das kann man echt gar nicht gebrauchen. Beruhigen, du sollst einen kühlen Kopf bewahren. Komm, wir sind jetzt mal nett. Ja, wir werden nächste Woche im Spiel bestimmt nicht nett sein, aber heute sind wir's. Ich glaube, du brauchst jetzt einen kühlen Kopf. Was hat mir das jemals gebracht? Ich mein's ernst. Wir wissen nicht, was draußen ist. So ist es. Ein Grund mehr für einen flüssigen Schild. Hey, falls was Schlimmes passiert, wird es passieren, ob du trinkst oder nicht. Entscheide dich, ob du dich dem stellst wie ein Mann
oder wie ein Säufer. Also jetzt nicht. Na, da habe ich wohl kaum eine Wahl. Hey. Ich zähle auf dich, Tom Holt. Immerhin wahre Worte. Schicksal geändert, du hast Tom dein Vertrauen geschenkt. Oh, oh. Das ist also auch, es ist wieder so ein Ding. Na klar. Das war klar. Was für eine Überraschung, dass das jetzt passiert. Finde einen Weg in den Ofenraum. Ah, wieder Laugenstangen backen heute. Okay. Oder wenn Weihnachten ist, können wir auch gerne so Lebkuchenhäuser machen. In verborgenen Winkeln des Stahlwerks führt jemand Ritual. Wie hat er das denn so schnell gesehen? Ich hoffe, dass in der Vollversion alle Türen aufgehen. Ich mag das immer nicht, wenn Spiele Türen haben, die du nicht öffnen kannst. Das finde ich nicht gut. Weil ich möchte wissen, was hinter jeder Tür... Also, nicht immer wissen, aber ich möchte schon gucken. Ich gehe erstmal hier hoch. Ich weiß, dass da die anderen... Aber ich will erstmal oben gucken. Ich will nichts verpassen, auch wenn es nur die Demo ist. Wir müssen trotzdem schauen. Nächste Woche ist das geht zum Leben und Tod. Dann ist es wichtig. Okay. Da unten ist der richtige Weg. Ja, okay, ich gehe ja schon. Bis jetzt hätte mir mein Umschauen hier gar nichts gebracht. Das muss er sein. Warum hat er sich so umgedreht? Nicht husten. Was ist jetzt? Hat er sich die spanische Grippe eingefangen? Was ist das? Das sind noch mehr Herrchen von Hundi. Ich glaube, Hundi hat einen gesegneten Appetit. Ja? Aber man muss ja auch jeden Tag so einen schönen Schinken essen. Dreht sich der Magen um. Naja, wenigstens hat Hundi was gegessen. Dir dreht sich nur der Magen um. Muss auch mal so sehen. Kann ich hier rüber? Was ist das? Hier unten wird alles immer nur noch seltsamer. Der Hinterwäldler. Nicht einmal seine Mutter konnte Max Thompson Jr., einen grauenvollen Mann, der zum Monster wurde, lieben. In der Stille, die sich über die Coldwind-Farm gelegt hat, muss man immer die Ohren offen halten und auf das rostige Dröhnen von kreischendem Metall und das Heulen des Motors achten. Denn auch wenn Max nicht versucht, sich heimlich zu nähern, nimmt er mit brutaler Flinkheit Rache. Okay. Ist aber cool. Also die Figur ist jetzt nicht mein Ding, aber ich finde es jetzt auch. Also, ja, in der Collector's Edition würde ich die nehmen. Also, das sind unsere Akten. Okay. Ja, lassen wir liegen. Ja, legen wir wieder in Dreck. So, sonst ist hier hinten nichts. Nee. Okay, da hat das Umsehen jetzt doch mal was gebracht. So, was haben wir hier? Hier müssen wir unten durch, oder? Oh Gott. Und da läuft gleich irgendwas von links nach rechts.
Okay, das war mein Schatten. Ich gehe erstmal geradeaus. Da liegt irgendwas. Oh Gott, da liegt irgendwas. Ist das ein Finger? Mein Gott. Mhm. Aha. War das ein Sägeblatt oder was war das? Ich bin mir gerade unsicher, aber ich will es auch nicht genau wissen. Okay. Ach du Scheiße. Nächste Woche passiert das natürlich nicht. Ja, nächste Woche werden wir jedes Quicktime-Event meistern. Okay, hier kann ich bestimmt nicht rein. Nö, natürlich nicht. Hätte ja sein können. Okay. Und rauf geht's. Rotes Licht ist immer ein gutes Zeichen. Gottes Willen. Lösch. Oder du findest die Einstellung, welche die Quicktime. Das ist auch eine Möglichkeit. Eine Wiege. Scheiße. Das Baby! Oh nein. Oh Gott, Rampe oder Leiter? Also ich bin ja so ein Rampenmensch, ne? Ich bin eine Rampensau, sagt man auch. Ich gehe auf die Rampe. Hä? Ich hab das doch geschafft. Muss ich in den kleinen Teil? Oh Gott. Ich war doch noch im Ding. Also wahrscheinlich wäre ich draußen gewesen, wäre ich runtergekracht, ne? Ich muss in das Mini-Ding? Oh! Sieht freundlich aus. Runter mit der Maske! Ja! Kein Problem! Der sieht aus wie unser Opi, oder? Könnte der Zwillingsbruder sein. Das ist nicht nett. Wenn man am Boden liegt, darf man nicht nachtreten. Aber Moment, ich hab jetzt nichts verkackt. Ich hab alles gemacht. Dafür kann ich nichts, ich bin unschuldig. Guck mal, ich lebe auch noch. Oh, jetzt muss ich.
bin schon 20 Mal gestorben, aber nicht hier. Ich habe mich selbst vom Rohr befreit. Das könnte auch im doppeldeutigen Kontext... Na, also... Nicht das Baby! Oh Gott. Heute gibt's Kassler. Ja, falls ihr Hunger habt, kommt vorbei. Ich lade euch zum Essen ein. Ihr könnt's euch auch gerne den Kiefer gönnen, weißt du, der ist besonders knusprig. Hm? Das ist wie so eine gute Thüringer. Du Arschloch. Ja. Ist aber ein schönes Bild, oder? Könnte ich mir auch am Weihnachtsbaum hängen. Ich glaube, das war die Vorgeschichte, oder? Ja. Das war die Demo, Casting of Frank Stone. Wir spielen nächsten Dienstag. Das Spiel habe ich schon in der Bibliothek, aber leider darf ich es noch nicht runterladen. Und wir dürfen es auch noch nicht spielen. Aber ich habe das Spiel schon. Dienstag, heute in einer Woche. Alle, die gerade zuschauen, ne? Nächsten Dienstag, auch auf YouTube. Dienstag, den 3. September, kommt es raus. Und wir spielen Dienstagabend am 3. September. Ab 18 Uhr wahrscheinlich. Vielleicht auch erst ab 19 Uhr, je nachdem, wann ich es installiert habe.